Wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch jetzt im Meeting der Heikgeist und seine Führung. Wir beginnen mit der Verbindung mit dem Bruder Sabine. Ich verbinde mich mit dir im Geist. Ich schließe die Augen. Sabine, ich verbinde mich mit dir im Geist und lasse den Heiligen Geist einen Gefühl der Verbindung hinzugeben. Lasse in meinem Körper ein bisschen Platz, ein bisschen Raum. Mache den Körper ganz leer. Und lasse einen Zeitabschnitt unbesetzt, sodass Gott leicht eintreten kann. Öffnen wir wieder die Augen und gehen zum nächsten Teilnehmer über. Thomas, ich verbinde mich mit dir im Geist. Schließe wieder die Augen. Thomas, ich verbinde mich mit dir im Geist. Verlassen wieder den Heiligen Geist, indem wir zurücktreten, ein Gefühl von liebevoller Verbindung hinzugeben. Wieder die Augen, gehen wir zum nächsten Teilnehmer über. Nihira, ich verbinde mich mit dir im Geist. Schließe wieder die Augen. Geist zugeben. So. Nihira, ich verbinde mich mit dir im Geist. Aber mal weiter leer lassen. Zurücktreten. Augen und verbinden uns selbst mit unserem eigenen inneren wahren Selbst. Wir für den Körper leer werden. Kommen wir zur Feedback-Runde. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ruhig, ein bisschen müde. Gestern wurde spät. Ich habe ausnahmsweise mal gefeiert, aber es war ein wunderbarer Tag. Und ich bin so durch die Zeit geglitten, die es nicht gibt. Und ja, und ich gebe das alles ab, dass ich das heute auch tun kann. Danke. Danke, Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir. Dann kommen wir zum Thomas. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, weiß gar nicht so richtig. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ja. Ruhig, danke. Thomas, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir. Feedback, kommt zur Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich bin immer noch ein bisschen von so körperlichen Erscheinungen geplagt. Aber es geht mir eigentlich trotzdem ganz gut. Ja, freue mich jedenfalls aufs Meeting. Es hat ganz schöne, klare, frische Luft hier draußen. Super. Danke. Ja, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir noch zu meinem Feedback. Ja, ich habe wunderbar geschlafen. Es geht mir sehr gut. Sehr ausgeruht. Sehr im Frieden. Mich sehr frei.
Einfach dankbar, einfach alles wunderbar. Und so dankbar und Frieden. Und wir verbinden uns einige Sekunden im Geist Feedback von mir. Ja, dann kommen wir zum nächsten Kapitel von Ein Kurs in Wundern. Das ist ja jetzt hier im Textbuch Kapitel 13, die schuldlose Welt, also das nächste Unterkapitel meine ich. Das wäre dann das Unterkapitel Römisch 6. Römisch 6. Die Gegenwart finden. Die Gegenwart finden, ja. Könnte jetzt direkt loslegen zu erklären, aber das mache ich ja nicht mehr in der Erklärungsrunde gleich erst. Ich lese vor, du kannst dich zurücklehnen vom Verstehen wollen, als es haben wollen, loslassen und dich einfach hingeben. Und dann lässt du einfach die Erkenntnis in dir aufdämmen. Eins, also wahrheitsgemäß wahrnehmen heißt, der ganzen Wirklichkeit gewahr zu sein, durch das Gewahrsein deiner eigenen Wirklichkeit. Aber hierfür dürfen keine Illusionen deinen Blick verstellen. Denn die Wirklichkeit lässt keinen Raum für irgendeinen Irrtum. Das heißt, dass du einen Bruder nur so wahrnimmst, wie du ihn jetzt siehst. Seine Vergangenheit hat in der Gegenwart keine Wirklichkeit. Und deshalb kannst du sie nicht sehen. Deine vergangenen Reaktionen ihm gegenüber sind ebenfalls nicht da. Und reagierst du auf sie, dann siehst du nur ein Bild von ihm, das du gemacht hast und das dir an seiner Stelle lieb und teuer ist. Frage dich bei deinem Infragestellen von Illusionen, ob es wirklich vernünftig ist, das, was vergangen ist, als gegenwärtig wahrzunehmen. Wenn du dich an die Vergangenheit erinnerst, während du auf deinen Bruder schaust, wirst du unfähig sein, die Wirklichkeit jetzt ist wahrzunehmen. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit diesem Absatz und lassen ihn etwas sacken. Dann kommen wir jetzt zur Feedback-Runde. Nira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, der Absatz, der ist da so in mich reingesunken, irgendwie so durchgeschwebt. Und bin jetzt einfach ruhig. Ja, genau. Danke. Nihira, wir verbinden uns einige Feedback. Dann kommen wir zum Thomas. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, alles okay, kamen so ein paar Gedanken und die sind auch weggegeben. Aber es ist alles in Ordnung, ist alles ruhig, vielen Dank. Thomas, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback und dann kommen wir zu Sabine. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ruhig. Irgendwie freudig, entspannt.
Ja, dankbar. Ja, und ja, es geht darum, das Hier und Jetzt zu sehen und nicht irgendwelche ollen Kamellen. Und dann ist alles wunderbar. Danke. Danke, Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir, dein Feedback. Ja, dann kommen wir noch zu meinem Feedback. Es geht mir gut, ich fühle mich wohl, wenn ich mich im Hier und Jetzt aufhalte, mich in der Vergangenheit aufhalte, geht es mir automatisch nicht gut. Deswegen bin ich froh, dass ich mich sehr leicht in der Gegenwart aufhalten kann mittlerweile. Also da einfach sein kann, mich da einfach reinfallen lassen kann in die Gegenwart. Und schauen wir also, wie es weitergeht. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Bruder der Lösung, mit dem Absatz hier, lassen den Absatz ein bisschen sacken. Zu der Erklärung von Kapitel 13, die schuldlose Welt. Ja, schauen wir direkt nochmal das Thema, die schuldlose Welt, die Schau Christi an. Auch die schuldlose Welt kann nur in einem Zustand von Allgegenwart, von immer da im Hier und Jetzt stattfinden. In der Vergangenheit finde ich eine schuldige Welt. Es sei denn, ich bin schon so viel und so gut in dieser schuldlosen Welt drin, kann ich sogar selbst in der Vergangenheit auch schon nicht mehr die Erkenntnis wegwerfen, also nicht mehr die Vergangenheit dazu nutzen, um die Erkenntnis wegzuwerfen. Dennoch ist es aber auch dann noch sinnvoller, in der Gegenwart zu sein, weil Vergangenheit eben einfach gar nicht existiert. Selbst wenn sie schon in der Vergebung mit aufgehoben ist, selbst wenn wir da schon nichts mehr finden, also wir schon versuchen, unserem Bruder, ja, vielleicht Verlustgefühle über den Bruder zu machen oder Groll oder wenn die Versuchung entsteht, den Bruder in der Vergangenheit zu verurteilen für etwas, was er in der Vergangenheit uns angetan haben soll, wir dann schon finden. Ja, aber das habe ich jetzt schon alles dem Heiligen Geist übergeben und das ist ja auch schon vergeben und ich kann da gar kein Groll mehr drüber aufbauen und keine Verzweiflung mehr drüber finden, sondern ich kann nur noch vollkommene Liebe finden. Ja, dann können wir die auch wieder verlassen, die Vergangenheit und wieder ins Hier und Jetzt kommen. Weil da warten ja die Geschenke der Gegenwart auf uns. In der Vergangenheit, da kann uns höchstens nur gezeigt werden, hier, das ist schon vergeben. Da brauchst du gar nicht mehr gucken, da brauchst du nicht mehr aufräumen, das ist, wird in der Gegenwart aufgeräumt. Also wir räumen nicht in der Vergangenheit auf. Davon müssen wir wegkommen, von diesem Denken, in der Vergangenheit aufräumen zu müssen. Können nur in der Gegenwart aufräumen. Wenn ich mein Zimmer aufräume, kann ich das nur jetzt machen. Ich kann nicht das Zimmer von gestern aufräumen. Das Zimmer von gestern, da komme ich nicht mehr dran. Es ist nicht mehr da. Es existiert nicht. Ja, so können wir uns das auch nochmal im Geist jetzt vorstellen. Ja, also, wenn ich jetzt hier gestern in diesem Zimmer war und gestern der Spül da war und so weiter. Ja, ich kann den Spül von gestern nur heute wegmachen, aber das muss ich halt im Hier und Jetzt machen. Das kann ich nicht gedanklich ins Gestern gehen und das jetzt noch gestern erledigen. Das geht nicht. Okay, das ist, funktioniert so nicht. Also, komm aus der Vergangenheit jetzt raus. Komm ins Hier und Jetzt. Da findest du jetzt die Erlösung. Es nützt nichts, in der Vergangenheit zu rechtfertigen, zu suchen, zu sagen, dass es für alle so sein muss und so weiter. Das bringt nichts.
Also, es geht's los. Wahrheitsgemäß wahrnehmen heißt, also nochmal Überschrift, die Gegenwart finden. Gegenwart finden. Also nicht die Gegenwart suchen und nicht finden, so wie das Ego jetzt sagen würde, suche aber finde nicht, sondern Römisch 6, die Gegenwart finden. Also wenn ich die Gegenwart direkt finde, ist es das Beste. Warum steht das hier so? Gegenwart finden. Weil wir sie finden. Weil wir glauben immer, es ist so schwer, in der Gegenwart zu sein, weil ich immer wieder automatisch in die Vergangenheit abrutsche und immer wieder das Drama der Vergangenheit beklagen muss und darüber traurig sein muss oder mich darüber ärgern muss und so weiter. Aber jetzt in der Gegenwart, die Gegenwart zu finden und die in der Gegenwart finde ich kein Drama. Da finde ich einfach ein sogenanntes, ja, könnte man sagen, ein unbeschriebenes Blatt, eine unbeschriebene Welt. Und die kann ich jetzt von Gott beschreiben lassen. Da kann ich Gott seine Liebe draufschreiben lassen. Das bin dann auch ich selbst. Also ich selbst bin dann diese Gegenwart, auf die Gott seine vollkommene Liebe, ja, sagen wir mal jetzt, wenn es ein Blatt wäre, draufschreibt, beziehungsweise wenn du dich als den Sohn Gottes wahrnimmst, ist ja einfach die Liebe zu dem Sohn Gottes ausdehnt. Ist der eine Sohn Gottes. Die Traumfigur freut sich dann mit, ja, also du als die Traumfigur oder ich als die Traumfigur bekommen das unweigerlich mit und sind dann in einer Art grundlosen Freude. Wir wissen nicht, warum wir uns freuen, weil es ist kein Anlass in der Welt, sich zu freuen. Vielleicht eine hübsche Blume oder so. Aber es ist in Wirklichkeit einfach eine Freude da, weil die nächste Blume oder das nächste freudige Dingelchen freut uns ja auch. Das hängt gar nicht davon ab, von dem Äußeren, sondern es wird ja deine Freude nach außen ausgedehnt. Erscheint dann sozusagen als scheinbarer Anlass für die Freude. Also wieder vom Verstehen loslassen, hingeben, aufdämmern lassen, die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen, während ich vorlese und erkläre. Wahrheitsgemäß wahrnehmen heißt, ja, wir sehen, also wir sind hier immer noch jetzt in diesem Moment gerade, beim Wahrnehmen. Ich muss also jetzt im Moment, vielleicht gehen wir davon aus, die Erkenntnis mal weggeworfen zu haben, mal wieder zugunsten der Vergangenheit, zugunsten des Ärgers. Deswegen fangen wir hier wieder bei wahrheitsgemäß Wahrnehmen an. Das ist Rechtgesinntheit. Heißt, der ganzen Wirklichkeit gewahr zu sein. Also nicht nur einen partiellen Teil der Wirklichkeit gewahr zu sein, sondern der ganzen Wirklichkeit gewahr zu sein. Also nicht nur einen Ausschnitt zu nehmen und zu sagen, ja, die Wahrheit über diesen einen Menschen, sondern die Wahrheit über den ganzen Sohn Gottes, über die ganze Sohnschaft und über den ganzen Sohn Gottes, sich dessen gewahr zu sein, also sich dessen gewahr zu sein, dass im Traum die Traumfiguren agieren und dies und jenes tun oder getan werden oder was auch immer. Und sich gleichzeitig darüber gewahr zu sein, das ist nur ein Traum und der Träumer des Traums ist der Sohn Gottes, der vollkommen frei von Schuld und frei von Sünde ist. Und das bin ich. Das ist der ganzen Wirklichkeit gewahr zu sein. Durch das Gewahrsein deiner eigenen Wirklichkeit. Also, dass du dir selber darüber gewahr wirst, wer du wirklich bist. Als der Träumer des Traums, als der Sohn Gottes.
Aber hierfür dürfen keine Illusionen deinen Blick verstellen. Das heißt also, wir sollen nicht die Illusion auf den Thron setzen. Also sagen hier, das ist jetzt mein Problem, das ist die Illusion, daran hänge ich jetzt fest, daran bin ich jetzt verhaftet, daran habe ich eine Anhaftung. Und das verstellt jetzt meinen Blick und darüber bin ich sozusagen irritiert, indem ich sage, innerlich diesen Satz sozusagen sage, warum tut mir das meine Führung im Geist eigentlich so an? Warum muss ich das lernen? Was muss ich hier lernen? Es ist ja gar nicht so. Sondern die Illusion bekomme ich ja aus dem Ego. Das Ego will ja meinen Blick verstellen. Ich versuche dann, die Schuld zu verschieben auf den Heiligen Geist, den Holy Spirit, zu sagen, warum muss ich jetzt hier das durchstehen, muss ich durch dieses Nadelöhr und so weiter. Aber da ist jetzt gar kein Nadel. Da ist einfach nur eine Wahrnehmungskorrektur nötig. Aber hierfür dürfen keine Illusionen deinen Blick verstellen. Also der Blick ist lediglich verstellt. Lass deinen Blick richten. Rücke meinen Geist zurück, zurecht. Heiliger Geist, rücke meinen Geist zurecht. Stell nicht dem Heiligen Geist Fragen. Stell keine Warum-Fragen. Stell nicht den Heiligen Geist, ja, warum muss ich hier leiden? Diese Warum-Frage, weil dann bezeugst du nur, dass du leidest. In der Regel beantwortet der Heilige Geist gar keine Fragen. Wenn du Antworten aus dem angeblichen Heiligen Geist bekommst, dann ist es so, dass du dich mit deinem Ego unterhältst. Du bekommst von deinem Ego Antworten auf deine Warum-Fragen, und zwar die falschen Antworten, die dich noch tiefer ins Verderben stürzen sollen, ja, ins Leiden. Wisse aber in diesem Moment, dass das Leiden selbst schon eine Illusion ist. Und dass alle Antworten, die zum Leiden führen, eine Illusion ist. Ja. Das hat dann nichts mehr mit dem Kurs zu tun. Das ist dann das Denksystem des Egos. Ich muss mir dann klar werden, hey, ich bin jetzt gerade im Denksystem des Egos unterwegs. Und ich muss jetzt das Denksystem des Heiligen Geistes wieder für mich annehmen. Dass das komplette Denksystem des Egos dem Heiligen Geist in seine Hände geben, damit er es für mich aufhebt. Erst dann kann mein Blick wieder ungetrübt sein. Erst dann kann mein Blick wieder nicht von Illusionen verstellt sein. Er ist von Illusionen verstellt. So wie es hier steht, ja. Aufgabe für den Tag. Wenn mein Blick von Illusionen verstellt ist, lasse dir vom Heiligen Geist die Wirklichkeit zurückerstatten, indem du ihm das Denksystem des Egos, was du gerade für dich wieder in Anspruch nimmst, in seine Hände gibst und für dich läutern lässt, damit du das Denksystem des Heiligen Geistes wieder annimmst. Und sag noch hinzu, lass mich der ganzen Wirklichkeit gewahr sein, nicht nur einen Ausschnitt. Denn die Wirklichkeit lässt keinen Raum für irgendein Irrtum. Das heißt, dass du einen Bruder nur so wahrnimmst, wie du ihn jetzt siehst. Dieses Jetzt ist ja auch jetzt nochmal hier in Kursiv geschrieben, also es ist, da liegt auch die Betonung auf das Jetzt. Also das heißt, dass du einen Bruder nur so wahrnimmst,
wie du ihn jetzt siehst. Seine Vergangenheit hat in der Gegenwart keine Wirklichkeit. Überprüfe deinen Geist, ob es sich gerade um die Vergangenheit handelt, worüber du dich selbst und vielleicht auch alle anderen gerade lehrst. Wenn das der Fall ist, dann weißt du, es ist jetzt das Ego-Denksystem. Weil das Ego-Denksystem zeigt dir die Vergangenheit, lässt dich über die Vergangenheit in den Schmerz gehen. Und deshalb kannst du sie nicht sehen. Also, wenn du auf deinen Bruder in die Vergangenheit schaust, siehst du deinen Bruder nicht jetzt, kannst du ihn jetzt nicht sehen, dann kannst du ihm jetzt nicht begegnen. Es ist unheimlich schwer zu begreifen, weiß ich, sehr lange dran rumgemacht, rumgeoxt oder was auch immer, ja, aber ich konnte den Bruder dann im Jetzt einfach nicht, ist nicht aufgetaucht, ist nicht da gewesen. Deine vergangenen Reaktionen ihm gegenüber sind ebenfalls nicht da. Deine vergangenen Reaktionen ihm gegenüber, also was er in der Vergangenheit gemacht hat und wie du in der Vergangenheit angeblich reagiert haben sollst, weiß noch nicht mal, ob das stimmt, sondern das ist ja eine Vergangenheit, die kann auch noch verzerrt sein. Also es kann auch noch falsch dargestellt werden vom Ego. Aber es ist egal, deine vergangenen Reaktionen ihm gegenüber sind ebenfalls nicht da. Sie sind jetzt nicht da. Wir sind dann mit unserem Geist abgedriftet und sind in einem Raum, der gar nicht existiert. Sind betäubt. Wir sind gar nicht da. Ja, wir haben einen leeren Blick. Wir sind mit den Inneren irgendwo anders. Und reagierst auf sie, dann siehst du nur ein Bild von ihm. Also ein Bild, ein Film, ja? Du guckst dir ein Filmchen an. Und glaubst, dass dich das zufriedenstellen kann, weil das vielleicht schön war. Es macht dich aber nicht zufrieden, weil du weißt, es ist nicht jetzt. Dann ärgert es dich auch noch. Wenn du dich ärgerst, verbirgt der Groll das Licht der Welt in dir. Dieses Grundgesetz herrscht dann und im Grunde geht es nur darum, sich seine eigene Ego-Autonomie auf diese Weise aufrechtzuerhalten. Das heißt also, das Ego-Denksystem auf diese Weise abzusichern. Ich muss mich jetzt an dieser Stelle ganz ehrlich fragen, will ich das Ego weiter retten? Mit dieser Taktik. Jetzt muss ich ehrlich zu mir sein. Ist das jetzt die Art und Weise, wie ich versuche, das Ego-Denksystem nochmal weiter rüber in die Zukunft zu schieben? Ja, hier ist Verantwortung gefragt. Hier musst du jetzt Verantwortung. Jetzt musst du verantwortungsvoll sein. An dieser Stelle. Mit dir selbst. Und da aufhören. So weiterzumachen. Das du gemacht hast. Also hier machst du ein Bild. Hier siehst du ein Bild von ihm, das du gemacht hast. Und das dir an seiner Stelle lieb und teuer ist. Wie oft habe ich das hier gesagt mit diesem lieb und teuer, ja? Ich mache ein Bild von meinem Bruder aus der Vergangenheit, schiebe es ins Jetzt, und das ist mir lieb und teuer, weil ich jetzt mit dem Bild nicht zufrieden bin, was er mir jetzt zeigt. Aus dem Ego heraus.
Das nehme ich jetzt nicht an, das will ich nicht annehmen. Das ist in einer besonderen Liebesbeziehung ein ganz typischer Fall. Da kann man 10, 20 Jahre dran rummachen. Kann es aber auch vielleicht heute einfacher und schneller lösen, weil es schon gelöst ist. Man muss diesen ganzen Schmerz jetzt nicht jahrelang durchgehen. Frage dich bei deinem Infragestellen von Illusionen. Ja, es geht ja immer noch darum, Illusionen in Frage zu stellen. Also nicht einfach Illusionen hinzunehmen und zu sagen, ja, ist so. Der Bruder ist weg oder tot oder was auch immer und jetzt muss ich mich damit abfinden. Jetzt glaube ich wieder an den Tod. Du musst weiter Illusionen in Frage stellen. Nicht die Wirklichkeit in Frage stellen, sondern Illusionen in Frage stellen. Also frage bei deinem Infragestellen von Illusionen, ob es wirklich vernünftig ist, das, was vergangen ist, als gegenwärtig wahrzunehmen. Als gegenwärtig wahrzunehmen. Und da kommst du unweigerlich natürlich auf die Antwort und zu wissen, es ist nicht vernünftig. Ja, ob es wirklich vernünftig ist, ist nicht vernünftig. Es ist vernünftig, im Jetzt zu leben und sich da die Gnade Gottes zuteil werden zu lassen, in der Freude dein angestammtes Erbe ist. Also lass die Freude wieder dein Leid ersetzen, weil das Leid ist für gar nichts gut. Da kriegst du gar keine Trophäe für. Das will Gott überhaupt gar nicht. Gott will nicht, dass wir für, das hört man manchmal in diesen biblischen Sprüchen, ne? Und da du so viel für ihn gelitten hast und bla bla bla, bist du jetzt und die anderen werden umgehauen und tralala. Das ist nicht so. Lass dich davon nicht weiter beirren. Komm jetzt sofort in die Freude. Sage dafür, ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerz. Ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerz. Es ist ganz einfach, jetzt in die Freude zu kommen, ja. Vielleicht noch nicht so für immer, man rutscht noch mal ab, aber du kannst immer wieder reinkommen. Wenn du dich an die Vergangenheit erinnerst, während du auf deinen Bruder schaust, wirst du unfähig sein, die Wirklichkeit, die jetzt ist, wahrzunehmen. Okay, der Satz ist so stimmig, muss nichts erklärt werden. Aber wir sind jetzt einfach am Ende dieses Absatzes angekommen und verbinden uns einige Sekunden im Geist. Wir lassen diesen Absatz einige Sekunden im Geist sacken. Lass ihn auf uns wirken. Ja, kommen wir zur Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, alles gut, genau. Alles ruhig. Einige Selbstreflexion. Ich kann gerade nicht anhalten, deswegen war ich ganz voll. Danke. Danke, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir zum nächsten Feedback. Nihera, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, das ist immer ein ganz guter Satz. Ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerz. Von dem lasse ich mich heute begleiten. Danke. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, die Sabine, die ist jetzt hier schon weg. Die ist wahrscheinlich auf der Arbeit jetzt schon irgendwie anders agieren. Und jetzt kommen wir zu meinem Feedback.
Ich fühle mich gut, ich fühle mich ja dauerhaft irgendwie im Frieden und bin dankbar dafür. Freue mich. Wir verbinden uns einige Sekunden, lassen das Feedback sacken. Kommen wir zur ersten Pause. Es gibt ja nur eine. Kommen wir zur Pause nach dem ersten Abschnitt hier und wir sehen uns gleich wieder. Ja, hallo ihr Lieben, wir fahren jetzt fort mit dem zweiten Absatz für heute. Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 6, die Gegenwart finden. Absatz 2, kannst wieder vom Verstehen loslassen und dich innerlich hingeben. Einfach die Augen schließen und zulassen, dass das Gehörte in dir aufdämmert. Ich lese ganz langsam vor, damit uns hier nichts entgeht. Du siehst es als in Anführungsstrichen natürlich an, deine vergangene Erfahrung als Bezugspunkt zu benutzen, von dem aus du die Gegenwart beurteilst. Das ist unnatürlich, weil es wahnhaft ist. Wenn du gelernt hast, jeden anzusehen, ohne dich überhaupt auf die Vergangenheit zu beziehen. Bindestrich. Egal ob seine oder deine, wie du sie wahrgenommen hast, Bindestrich, dann wirst du fähig sein, von dem zu lernen, was du jetzt siehst. Denn die Vergangenheit kann keinen Schatten werfen, um die Gegenwart zu verdunkeln. Es sei denn, du hast Angst vor Licht. Und nur wenn dem so ist, würdest du dich dazu entscheiden, die Dunkelheit mitzubringen und sie dadurch, dass du sie in deinem Geiste festhältst, als dunkle Wolke zu sehen, die deine Brüder verhüllt und ihre Wirklichkeit vor deiner Sicht verbirgt. Wir sind am Ende dieses Absatzes angekommen und verbinden uns einige Sekunden mit dem Absatz, lassen ihn einen Moment lang sacken. Dann kommen wir zur Feedback-Runde. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, fühle mich ganz gut, ruhig, alles okay. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir. Zum Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, danke, auch gut. Alles okay. Dankeschön. Thomas, wir verbinden uns eine Sekunde mit dir. Feedback zu mir, zu meinem Feedback. Ja, bin im Jetzt. Kann meinen Geist beobachten. Ja, wie er vielleicht manchmal irgendwo sucht, es zu finden. Aber ich bin sehr dankbar im Hier und Jetzt. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Kommen wir also jetzt zur Erklärung. Kapitel 13, die schuldlose Welt. Römisch 6. Die Gegenwart finden. Man könnte auch sagen, die schuldlose Welt in der Gegenwart finden. Man kann das einen Satz daraus bilden, wie man sieht, ne?
Wir finden in der Gegenwart die schuldlose Welt, wenn wir sie nicht von der Vergangenheit überschatten lassen. Absatz 2, du kannst dich vom Verstehen loslassen, vom Haben wollen loslassen, vom Verstehen wollen loslassen. Immer wieder nochmal wissen, ja, verstehen wollen ist haben wollen. Haben wollen ist etwas, was aussagt, dass du es nicht hast. Es ist eine in sich selbst beantwortete Frage. Also es heißt, du sagst über dich aus, dass du arm bist, wenn du haben willst. Du machst dich also auf diese Weise arm. Du hast von Natur aus alles, weil du alles bist, gemeinsam mit Gott im Geist. So, jetzt schauen wir weiter. Du siehst es als natürlich, in Anführungsstrichen, an, deine vergangene Erfahrung als Bezugspunkt zu benutzen, von dem aus du die Gegenwart beurteilst. Also, das heißt so viel, verstehen wir auch, so wie es da steht. Aber ich erkläre das jetzt einfach mal an der Hand, ein Beispiel. Das heißt so viel, wenn ich sage, wenn ich morgens aufwache und die ersten Gedanken kommen, ich erinnere mich an den Zustand, in dem ich jetzt sein muss, und dann muss ich erstmal die Vergangenheit heranziehen. Also erstmal so, was war denn da gestern? Ach ja, ist das und das passiert? Was war voriges Jahr? Ja, ist das und das, und das ist im Verlauf meines Lebens. Und dann, ah ja, dann muss ich mich also jetzt so oder so fühlen. Na, also ich fühle mich ganz schön erschöpft, ne, auf einmal, weil da habe ich gestern echt viel getan, ne? Und habe ich auch viel gefeiert gestern Abend, ne? Dadurch bin ich heute also super müde, ne? Also wir schauen in die Vergangenheit und beurteilen dann, wie es uns jetzt beispielsweise geht, wie wir uns jetzt fühlen müssen. Kannst du das mit mir gemeinsam jetzt erkennen, dass es normalerweise, dass wir das als natürlich sehen, dass das unsere natürliche Denkweise so ist? Wenn du hier jetzt ja sagen kannst, dann kannst du ja, das ist normalerweise meine natürliche Denkweise, aber im Kurs lerne ich das ja anders. Ja, dann können wir ja hier schon mal so einen grünen Haken dran machen. Muss ja auch nicht grün sein. Zum blauen nehmen. Schwarzen, egal. Einen roten. So wisst ihr Spaß. Aber ich sage deswegen grün, also, weil wir kennen das ja auch aus der Vergangenheit so, ne? Grün ist immer gut. Kann man am Auto oder bei Grün kann man losfahren. Oder grüner Haken heißt so viel, ja, verstanden, super, alles im grünen Bereich, ne? Wo meine ich das jetzt? Auch vergangenheitsbezogen, ne? Also in der Vergangenheit sind wir damit so umgegangen. Hätte aber genauso gut sein können, dass wir statt Grün Rot nehmen. Und sagen, Rot bedeutet gut und Grün, also gut und verstanden, und Grün bedeutet, ist ja voll grün, ne? Doch das ist unnatürlich, ja, weil es wahnhaft ist. Ja, hier sagt uns jetzt der Heilige Geist. Ja, und ich sage extra Heiliger Geist. Ich nehme gar kein anderes Wort dafür. Erstens, weil es hier auch so steht im Kurs. Zweitens, weil es auch so ist. Der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Punkt. Dabei bleibt es. Er wird nicht durch meine Wortwahl verändert. Und weil ich das Wort nicht mag, mache ich das nicht. Ich mag das Wort Heiliger Geist, weil der Heilige Geist mir aus so vielen Situationen immer wieder verholfen hat, ins Glück zu kommen. Ich dem Heiligen Geist dafür dankbar bin. Deswegen verleugne ich den ja auch nicht. Den Heiligen Geist darf ich ja nicht verleugnen. Wenn ich den verleugne, dann verleugne ich mein wahres Selbst. Das tut richtig weh. Also mein wahres Selbst zu verleugnen ist
eigentlich nur der Schmerz. Nicht nur eigentlich, sondern es ist definitiv der Schmerz, den ich fühle. Und meine Verantwortung ist, mein wahres Selbst anzuerkennen und auch den Heiligen Geist anzuerkennen und da nichts dran rumzuwursteln. Ja. Und natürlich, weil es wahrhaft ist. Ja, das ist wahrhaft. Kommen wir nochmal hier zum Text zurück. Es ist wahnhaft zu denken, dass mein Jetzt sich aus der Vergangenheit entwickelt hat. Dass mein vergangenes Lernen mein Jetzt gebildet hat. Nur mein jetziges Lernen bildet auch mein jetziges Verständnis. Es hat überhaupt nichts, ja, mit der Vergangenheit zu tun. Wir lernen jetzt hier den Kurs auch immer nur im Jetzt. Wir lernen ihn nicht in der Vergangenheit. Wir haben ihn nicht in der Vergangenheit gelernt. Wir haben ihn nicht gestern gelernt oder seit einem halben, wie ich es manchmal so sage. Wir sind schon seit einem halben Jahr dran. So stimmt es gar nicht. Wir lernen das einfach nur jetzt im heiligen Augenblick. Immer jetzt im heiligen Augenblick. Und da immer alles. Also unnatürlich, weil es wahnhaft ist. Wenn du gelernt hast, jeden anzusehen, ohne dich überhaupt auf die Vergangenheit zu beziehen, wie geht das? Wie kannst du das machen? Also schaust deinen Bruder an, machst eine Partnerübung, Aufgabe für den Tag. Wenn du einen Übungspartner hast, versuche mit deinem Übungspartner nochmal einen Termin auszumachen, mach eine Partnerübung. Wenn du keinen Übungspartner hast, sehe deinen Bruder in der, wo du dich auch immer befindest, an. Ob du jetzt in der Bahn sitzt, im Bus sitzt, im Zug sitzt oder auf der Arbeit sitzt oder zu Hause sitzt und mit deinem Baby spielst oder was auch immer, ja? Sieh deinen Bruder an, als wäre er nur jetzt Existenz und als würde es keine Vergangenheit über ihn geben. Sage zum Beispiel den Satz, lass mich meinen Bruder so sehen, wie er jetzt ist. Wäre ein dazugehöriger Leitsatz, den du wiederholen kannst, während du deinen Bruder offen anschaust, mit offenem Geist anschaust. Ja, öffne deinen Blick. Schau deinen Bruder mit offenem Geist an, wiederhole den Leitsatz, lass mich meinen Bruder so erkennen, wie er jetzt ist. Egal ob seine oder deine, wie du sie wahrgenommen hast. Ja, also es geht auch um dich. Lass mich meinen Bruder so erkennen, wie ich mich selbst erkenne. Das gibt es auch, den gibt es tatsächlich auch, diesen Leitsatz hier in Ein Kurs im Wundern. So wie ich ihn jetzt gesagt habe, lass mich meinen Bruder so erkennen, wie ich mich selbst erkenne. Und dann ergänzt du, und zwar jetzt. Und zwar nur jetzt. Weil das nur jetzt geht. Da ist die Öffnung. Hier kannst du das Zeitkonzept durchschreiten, also kannst du über das Zeitkonzept hinausgehen zur Ewigkeit. Da beginnt die Ewigkeit. Da beginnt die Ewigkeit für dich. Und du weißt schon, in der Ewigkeit herrschen auch die Gesetze der Ewigkeit und die Gesetze der Ewigkeit sind die Gesetze Gottes und die Gesetze Gottes sind nur Gnade und sind nur Gnade für dich. Und in der Gnade erhältst du die vollkommene Freude, die natürliche, angestammte Freude des Gottessohns, die automatisch in dir aufblüht, die sich aus dir ausdehnt. Dann wirst du fähig sein, von dem zu lernen, was du jetzt siehst. Du lernst dann jetzt Freude. Dass Freude regelrecht aus dir herausströmt und zu dir hin, in alle Richtungen. Es ist ja dann auch kein körperliches Erfahren, ja, aus dem Körper herausströmt und zu dir hin, sondern es ist ja ein geistiges Erfahren. Nur das scheint ein körperliches Erfahren zu sein. Ne? Dein Körper vielleicht anfängt sich zu freuen und zu tanzen oder so weiter. Das ist
eine Folge dessen, dass du glaubst, dass der Körper sich freut. Das macht aber doch gar nichts. Das ist doch nicht schlimm. Das ist doch okay. Du musst doch den Körper tanzen und feiern und sich freuen. Warum denn nicht? Legst du noch eine schöne Musik dazu auf, aber keine traurige. Okay. Denn die Vergangenheit kann keinen Schatten werfen. Vergangenheit kann keinen Schatten werfen. Ja? Wenn du traurig sein willst und traurige Musik auflegen willst, wenn du einen Trauerkurs machen willst, biete ich auch an. Da kannst du mal alle Trauer loslassen. Dann setzen wir uns mal dreimal eine Stunde zusammen. Dann lege ich dir die traurigste Musik der Welt auf und dann kannst du heulen wie ein Schlosshund, ja. Und dann gehen wir zusammen da durch und lassen wir mal alles raus, was da das Ventil verstopft. Ja? Und dann geht's mit Freude wieder weiter. Okay. Manchmal muss es sein. Da muss man das mal alles rausheulen. Das ist ja auch okay. Aber jetzt machen wir hier erstmal im Text weiter. Denn die Vergangenheit kann keinen Schatten werfen, um die Gegenwart zu verdunkeln. Vergangenheit kann keinen Schatten werfen, um die Gegenwart zu verdunkeln. Es sei denn, und jetzt wird's ganz, 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 ganz wichtig an der Stelle, und da haben wir jetzt hier auch schon in diesem Kurs hier, der Heilige Geist und seine Führung, ganz oft drüber gesprochen. Jetzt kommt das Typische, sei denn, du hast Angst vor dem Licht. Das steht auch hier kursiv geschrieben extra. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen. Die Angst vor der Liebe, die Angst vor Gott, die Angst vor der Erlösung. Ja, das Kapitel haben wir jetzt vor kurzem noch durchgenommen. Schau da noch mal rein. Warum haben wir denn Angst vor der Erlösung? Ja, ich kann das ganz kurz erklären, warum wir Angst vor der Erlösung haben. Ich schaue nochmal, wann wir das... Das ist gar nicht so lange her. Hier ist es. Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 3, die Angst vor der Erlösung. Ja. Da nochmal, überfliegt das nochmal oder liest dir nochmal einen Absatz ganz genau durch oder zwei. Oder schau dir das Video an, was ich da hochgeladen habe vor kurzem. Weil ich lade ja jetzt wieder seit kurzem die aktuellen Videos jeden Tag hoch. Kann sein, dass das auch schon dabei war. Dann schaust du dir eben das auch noch an. So, jetzt haben wir hier. Es kann also sein, dass du die Vergangenheit, die Gegenwart verdunkeln lässt, weil du Angst vor dem Licht hast. Dass du das deswegen machst. Und jetzt müssen wir halt überlegen, okay, warum erzähle ich mir denn die Geschichte, dass ich Angst vor dem Licht jetzt habe? Früher hatte ich es ja, jetzt habe ich es nicht mehr. So erzähle ich mir das ja vielleicht, ne? Früher war ich mal erlöst, heute nicht mehr, geht nicht mehr. Also warum habe ich jetzt Angst vor dem Licht? Ja, es ist die gleiche Angst, die es vorher auch war. Weil wir Angst haben, zu sterben durch das Licht. Ja, wir haben Angst, das Licht tötet uns, weil wir glauben, wir sind das Ego. Wir haben uns wieder als ein Ego identifiziert. Und als das Ego werden wir vom Licht weggeleuchtet. Das Licht leuchtet. Also ich sage, Heiliger Geist, ich bitte darum, dass du mich vollkommen durchleuchtest. Und zwar so, dass mein Ego vollkommen hinweggeleuchtet, oder dass das Ego vollkommen hinweggeleuchtet ist. Dann lehne ich mich zurück, lasse zu, dass der Heilige Geist mich vollkommen durchleuchtet und das Ego wird weggeleuchtet. Aber ich bleibe da. Also ich muss keine Angst vor dem Licht haben. Ich bleibe ja als der Sohn Gottes bestehen, wenn das Licht kommt. Ich bin nur frei von dem Ego, von der Trauer, von dem Schmerz, von der Depression. Das ist alles, was passiert. Und ich muss nicht auf Ungerechtigkeit deuten, weil es gibt keine Ungerechtigkeit, die mich in ein Ego drücken könnte, was leidet und traurig ist, weil das nicht so oder so ist, wie ich es haben will. Als Ego. Ja. Und nur wenn dem so ist, würdest du dich dazu entscheiden.
die Dunkelheit mitzubringen, aus der Vergangenheit mitzubringen und sie dadurch, dass du sie in deinem Geiste festhältst, ja, du hältst sie dann regelrecht fest, also sagst, aber die Vergangenheit ist so und deswegen, das war die Entwicklung und deswegen muss jetzt, ist das alles so gekommen, ich muss so sein, ja, als dunkle Wolke zu sehen, die deine Brüder verhüllt. Ja, du steckst die dunkle Wolke über deine Brüder drüber, regelrecht, und siehst sie dann durch ein dunkles Licht. Du siehst in ihnen tatsächlich etwas, was dir nicht gefällt. Eine Verdunklung. Du glaubst dadurch, dass sie dich auf irgendeine Art und Weise angegriffen hätten oder angreifen würden. Schau in deinem Geist, was jetzt gemeint ist, wer jetzt gemeint ist, wovon wir jetzt sprechen, weil Heiliger Geist wird es dir jetzt in diesem Moment vielleicht zeigen und dir die Gelegenheit anbieten, deinem Bruder jetzt in der Form zu vergeben, dass du deine Wahrnehmung korrigieren lässt, weil sie jetzt nicht mehr aus der Vergangenheit kommen muss, sondern weil du ihn jetzt so sehen kannst, wie er jetzt ist. Jetzt siehst du deinen Bruder im Licht und kannst ihn vollkommen durchleuchtet sehen, kannst in ihm den Christus sehen. Auch das muss nicht verleugnet werden, auch das Wort Christus muss hier nicht verleugnet werden. Es hat nichts mit dem kirchlichen Christentum zu tun, mit dem Vatikan oder so, sondern es ist einfach der Christus. Der wahrhafte Christus, der in deinem Bruder sichtbar wird, weil du in diesem Moment selbst der Christus bist und es auf ihn ausdehnst. Es kann nur so sein, weil du bist das Licht der Welt, weil wenn du das in dem Moment in deinem Bruder ja siehst, jetzt im Geist, aber auch in der Wirklichkeit, also in der Traumwelt, in der Wirklichkeit, in der wirklichen Welt, dann wird dir natürlich klar, dass du das selber bist, dass du also auf dich selber schaust. Vergebe deinem Bruder als dir selbst, die deine Brüder verhüllt und ihre Wirklichkeit vor deiner Sicht verbirgt. Wir sind jetzt am Ende dieses Absatzes angekommen, dieser Erklärung dieses Absatzes angekommen und lass ihn etwas sacken und warten einen Augenblick, sofern wir noch etwas Groll oder Missgunst in uns spüren, lassen wir diese Reste vom Heiligen Geist noch aus uns aufheben, damit alles wieder zurückerstattet ist, der reine Geist, der du in Wahrheit bist, mit dem du nicht verbunden bist, sondern der du bist. Du bist der reine Geist. Ja. Ist ganz wichtig. Nicht ich bin als der Körper verbunden mit dem reinen Geist. Der Körper wird als Mittel eingesetzt zur Erlösung. Aber du bist der reine Geist. Du agierst, wenn überhaupt, dass man es Agieren nennen kann, aus dem reinen Geist. Und da gehört die Identifikation hin. Lassen wir es noch ein bisschen sacken. Vielleicht wiederholen wir nochmal, reiner Geist ist immer da in einem Zustand der Gnade. Meine Wirklichkeit ist reiner Geist. Deswegen bin ich in einem Zustand der Gnade immer da. Vielleicht kommt es jetzt an. Ja, und da in der Hauptsache so ist, dass ich mich ja selbst lehre, auch alles, was ich nach außen bringe, selbst erfahre, selbst lehre, selbst lerne, kann ich jetzt für mich sagen, ja, es ist tatsächlich, wenn ich gesagt habe, reiner Geist ist immer da in einem Zustand der Gnade, meine Wirklichkeit ist nur reiner Geist und deswegen bin ich in einem Zustand der Gnade immer da. Es hat sich was in meinem Geist fühlend verändert. Es ist irgendwie freier.
geworden. Also ganz frei. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich für das heutige Meeting. Wir kommen noch zur letzten Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, fühle mich gut, Dankeschön. Alles, ja, alles ruhig. Weiß mir nicht, was ich sagen soll. Bin Ja. schon neutral, alles prima. Dankeschön. Wollte schon sagen, Thomas, wie fühle ich mich in diesem Augenblick? Fühle nichts. Nee, Ihrer. ich. Okay, ja. Ja, Nihira, wie fühle ich mich in diesem Augenblick? Ich würde mal sagen, ruhig und friedlich und Freude ist auch da. Stimmt's? Genau. Ja, danke für das Feedback, ne, was du mir als ich gegeben hast. Und ja, wir verbinden uns einige Sekunden im Geist. Wir müssen uns ja gar nicht verbinden, sondern da ist schon ein Einssein da. Und ja, das war's für heute. Also ich fühle mich natürlich auch gut. Ihr habt es ja schon gesagt. Ich auch noch sagen, war einfach das Ding hier. Und gut ist. Das Herz schon. Jawohl. So. Tschüss. Warm. Tschüss, Thomas. Schönen Tag dir. Oh. Ciao, ciao.